Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Ihrem Micknauf Daily direkt jetzt zu Wochenbeginn. Ja, wenn wir mal drauf schauen, der DAX hier am Freitag bei 12.412 Punkte raufgegangen. Das war nochmal ein Aufschlag von 0,5%. Die Amerikaner laufen genauso gut, der Dow ja bei 0,75% im Plus, 26.503. Heißt allerdings für unseren Leitindex, für unseren DAX, dass wir jetzt seit Jahresbeginn im neuen Jahr 2019 schon 17% zugelegt haben. Ja, so manch einem dünkt, ja, jetzt könnten wir allmählich auch mal so eine kleine Konsolidierung gebrauchen, damit wir halt eben die aktuell überkaufte Lage da nicht zu sehr beanspruchen. Naja, und da wird natürlich im Mai ganz gerne die alte Börsenweisheit ausgerufen. Sell in May and go away, but remember to come back in September. Ja, also dementsprechend rät so manch ein Analyst hier in Frankfurt schon dazu, den ein oder anderen Gewinn auch mal mitzunehmen. Ich meine, das, meine Damen und Herren, sollte man sowieso immer zwischendurch mal tun. Nicht die ganze Position verkaufen, aber vielleicht mal die Hälfte, um dementsprechend auf der sicheren Seite zu sein. Beziehungsweise auf der anderen Seite natürlich ganz klar mit den Instrumenten Stop-Loss arbeiten, also Stop-Kurse dementsprechend setzen auch, denn wir wissen ja aktuell nicht, was weiter auf uns zukommt. Okay, wenn wir diese Woche, und da haben wir einiges an Zahlen, eine gute Quartalsberichtssaison aus Deutschland vermelden können, hat der DAX tatsächlich Platz bis auf 12.500. Von da an könnten auch weitere Anstiege möglich sein. Aber wir sind natürlich nie gefeit vor der Politik, vor allen Dingen nicht vor der von Donald Trump, denn der hat ja am Wochenende zuerst einmal wieder losgelassen, dass es jetzt dann doch zuerst einmal höhere Steuern und Zölle auf chinesische Waren gibt, weil ihm der Prozess der Einigung dann doch etwas zu lange dauert. Ja, eigentlich hatte man ja gedacht, zu Ende Mai, Anfang Juni würde man sich da an einen Tisch setzen und endlich mal die Verträge, die Deals unterschreiben. Aber soweit scheint es nicht zu sein aktuell. Das heißt, der US-Präsident dann doch etwas ungehalten, ob des Schneckentempos innerhalb der Verhandlungen. Naja gut, meine Damen und Herren, und wenn wir eines weiterdenken, sollte man sich jetzt USA und China tatsächlich einigen, was ist denn dann? Ja, dann hat er den Deal gemacht und dann geht es natürlich ab zum nächsten Schauplatz und der könnte ganz, ganz schnell Europa und die Automobilindustrie heißen. Naja, und da wir im DAX drei große haben, wie VW, BMW, Daimler und auch Conti als viertes mit dazu, könnte es da natürlich bei drohenden Schutzzöllen ordentlich im Gebälk rattern. Das heißt also, da könnten wir durchaus eine scharfe Korrektur sehen. Also von daher auf jeden Fall mein Rat, den Markt im Auge behalten und mit den Stops arbeiten. Ja, also und mal Gewinne mit vom Tisch nehmen, weil das hat letztlich noch niemanden arm gemacht. Ja, jetzt schauen wir mal, Unterstützung können wir natürlich jetzt bekommen, weil natürlich neben der Quartalsberichtssaison auch viele Hauptversammlungen stattfinden und an den Tagen nach der Hauptversammlung gibt es ja meistens dann die Dividenden. Das heißt aktuell Dividendensaison. Naja, und wenn wir überlegen, meine Damen und Herren, dass die DAX 30 fürs Jahr jetzt alleine schon 40 Milliarden Euro ausschütten, also noch einen Aufschlag von 6% gegenüber dem letzten Jahr 2018, dann ist das natürlich schon jede Menge Geld. Und wie ich immer sage, Dividenden sind ja für mich die neuen Zinsen. Also von daher setze ich da natürlich immer wieder auch auf starke Dividendentitel, wie eine Münchner Rück, wie eine Allianz zum Beispiel, die halt eben da Rekordausschüttungen vornehmen. Apropos Rekordausschüttungen, fangen wir direkt mal an mit dem Plan jetzt für die laufende Woche. Ja, heute haben wir nichts, aber morgen geht es dann direkt schon mal los mit den DAX 30. Ja, da wird BMW seine Zahlen vorlegen, Infineon, Vonovia, der große Wohnbaukonzern und auch Henkel. Ja, und dann haben wir noch dann bei der Lufthansa Hauptversammlung in Bonn, ja, und das Unternehmen Lyft. Ja, die sind ja erst kürzlich an die Börse gekommen. Die werden dementsprechend auch mal ihr Zahlenwerk veröffentlichen. Das ist dahingehend wichtig, weil ja am Freitag der große Wettbewerber in den Vereinigten Staaten Uber an die Börse will. Da gibt es also Freitag großen IPO. Das könnte der 10. Börsengang in den Vereinigten Staaten sein. Und das, obwohl Uber aktuell noch keinen müden Cent verdient, ist das Unternehmen aktuell sogar schon mit 90 Milliarden US-Dollar
bewertet. Kann man nur hoffen, dass das Ding nicht nach hinten letztlich losgeht. Ja, schauen wir mal auf den Mittwoch. Da geht es weiter mit Zahlen von der Commerzbank. Sind wir natürlich sehr gespannt drauf, ob Martin Zielke auch etwas zur geplatzten Fusion mit der Deutschen Bank nochmal sagt. Dann Zahlen von Siemens, Münchner Rück und von Wirecard. Ja, und am Mittwoch dann Allianz mit der Hauptversammlung, heißt Mittwoch Hauptversammlung, Donnerstag gibt es dann die Dividende und nachbörslich, und da wird es nochmal äußerst spannend, auch ein Unternehmen, was ich Ihnen wärmstens ans Herz legen kann, ja, am Mittwoch nachbörslich gibt es Zahlen von Walt Disney. Ja, und da muss man sagen, die Aktie läuft wirklich wie geschnitten Brot, hat alleine in diesem Jahr schon 30% gut gemacht. Ja, dann zum Donnerstag, da bekommen wir Heidelberger Zementzahlen und Zahlen der Deutschen Telekom. Ja, da will man ja auch mal wissen, wie geht es denn da eigentlich weiter? Man hört gar nichts mehr von dieser Versteigerung der sogenannten 5G-Netze oder Lizenzen. Auch das Thema natürlich ganz, ganz wichtig für die Deutsche Telekom. Ja, am Freitag schließen wir dann die Runde mit Linde und der Deutschen Post und, wie schon angesprochen, dann am Freitag Börsengang von Uber, dem Fahrdienstleister in den Vereinigten Staaten. Bin ich sehr gespannt drauf, wie das Thema doch dann behandelt wird. Ja, und damit sind wir schon wieder in der Woche und mit der Woche letztlich durch. Aber eine Randbemerkung habe ich noch, die ist mir letzte Woche aufgefallen, positiv aufgefallen. Ja, das Orakel von Omaha, Warren Buffett, hatte ja zum jährlichen Aktionärstreffen geladen und mal wieder sind über 40.000 seiner Aktionäre, Freunde und Fans halt eben nach Omaha gereist, um halt eben ihren Kultanleger, ihren Kultinvestor dementsprechend live und in Farbe zu erleben. Mittlerweile ist er ja schon auch an die 88 Jahre alt, aber er hat am Rande dann kundgetan, dass die Berkshire Hathaway, seine Investmentgesellschaft, jetzt auch eingestiegen ist, nämlich eingestiegen bei Amazon. Und eigentlich wollte der Altmeister ja nie großartig Internetunternehmen in seinem Portfolio haben. Er hat aber freimütig zugegeben, dass er ein Idiot sei, dort nicht schon wesentlich früher eingestiegen zu sein. Naja, jetzt scheint er dort zwei große Manager schon seit Jahren in seinen eigenen Reihen zu haben. Ted Weschler und Todd Combs. Ja, und die scheinen da tatsächlich Amazon gekauft zu haben fürs Portfolio von Herr Berkshire Hathaway. Und nicht nur Amazon hat man gekauft, ja, auch seinerzeit Apple wollte der Altmeister ja auch nie im Portfolio haben. Auch diese Entscheidung scheint wohl tatsächlich von den Managern gefallen zu sein. Ja, viele fragen sich jetzt natürlich auch, und das kam am Rande dieses Treffens natürlich auch heraus, wann der Altmeister denn tatsächlich sich zurückzieht aufs Altenteil. Naja, genaue Zahlen hat er da noch nicht genannt. Also er hat noch nicht genannt, wann er denn tatsächlich seinen Hut nimmt. Vor allen Dingen, er ist 88, sein Partner Charlie Munger ist mittlerweile schon 95 Jahre alt, aber man scheint tatsächlich hier gut aufgestellt zu sein. Man scheint tatsächlich hier die Manager gefunden zu haben, mit denen die Berkshire Hathaway auch in Zukunft natürlich sehr viel Geld verdienen soll. Also von daher scheint das Orakel von Omaha, Warren Buffett, durchaus zufrieden zu sein. Das nur mal eine kleine Randnotiz heute am Montag. Ja, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche. Behalten Sie die Quartalszahlen, behalten Sie den DAX im Auge. Denken Sie an meine Worte, Ihren Gewinnen mitzunehmen, ist noch keiner arm geworden. Und von Stopsätzen schon allermals gar nicht. In diesem Sinne, Ihnen eine gute Handelswoche. Bleiben Sie mir und der Börse gewogen.